Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Factsheet Video. In diesem Video geht es um den Salz- und Sandstreuer der Firma Bredahl SG2000. Da hinten ist er. Sieht aus wie so ein Düngerstreuer. Ja, und vielleicht klingelt es bei euch auch beim Firmennamen Bredahl, denn wir hatten schon Dünger- und Kalkstreuer im LS19 von Bredahl, aber natürlich noch kein Salzstreuer. Und hier steht jetzt eindeutig nur Salzstreuer. In echt kann man damit auch Sand streuen. Sehen wir gleich. Man kann 20 Stundenkilometer schnell damit arbeiten, aber natürlich nicht, wenn man vorne noch einen Schneepflug dran hat, der nur 5 Stundenkilometer erlaubt. Es passen 2000 Liter Salz rein. Da, das dürfte das Symbol für Salz sein, kostet 8000 Euro, hat eine Arbeitsbreite von 10 Meter und wiegt 554 Kilo. Ist also vergleichsweise ein Leichtgewicht unter den landwirtschaftlichen Geräten. Gucken wir mal hier auf der Firmenwebseite und die sagen Sand- und Salzanbaustreuer. Ich vermute jetzt, dass wir einfach nicht die Fruchtart Salz haben oder den Fülltypus Sand, meine ich, sondern nur Salz. Und dass sie sich gedacht haben, hey, also jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben mit dem Salz und Sand streuen. Es reicht schon, wenn wir für den Winter Salz kriegen. Darum ist es für uns nur ein Salzstreuer, in echt aber ein Sand- und Salzstreuer. Und er ist computergesteuert. Das ist doch schick. Ja, kann hier in Streubreiten von 2 bis 10 Metern bewältigen. Und dann gibt es auch noch ähnliche Geräte. Ja, dann wollte ich auch mal schauen, was kriegen wir sonst noch von denen? Und siehe da, wir kriegen wieder unsere altbekannten Dünger- und Kalkstreuer. Das sind genau die Modelle, die wir schon im LS19 hatten. Darum wurden die uns auch nicht als Factsheet vorgestellt, weil es einfach die gleichen Modelle wieder sind. Haben sich bewährt. Und neu ist hier eben die Wintergerätschaft dazugekommen. Gucken wir nochmal in den LS19 rein. Hier sind die beiden, der K105 und der K165. Der eine halt ein bisschen größer als der andere und beide geeignet für Dünger und Kalk, aber es passt immer nur das eine oder andere rein. Das heißt, wenn man das wechseln will, muss man das ausleeren. Jo, die kriegen wir also wieder. Ja, ich finde, das ist jetzt hier auch ein ganz netter Abschluss von den Factsheets und auch von meinen Factsheet-Videos, denn das ist das letzte Factsheet vom LS22, also vom Basisspiel. Für die Packs wird es dann später wieder neue Factsheets geben. Ja, mir hat das Spaß gemacht, die Fahrzeuge schon mal vorab zu erkunden und ein bisschen mehr darüber zu erfahren, als in so einem Factsheet steht. Einfach mal reinzuschnuppern, was ist das für eine Firma, was kriegen wir sonst für den, von denen und so weiter. Und mein Plan ist, dass ich nach und nach alle Fahrzeuge und Geräte, die im LS22 drin sind, als Maschineninfovideo mache. Das wird dann natürlich anders, weil dann habe ich hier nicht so ein Bild mit den Eckdaten, sondern dann gucken wir uns das Gerät im Shop an und dann wird es gekauft und gefahren, benutzt und ich erkläre für Laien natürlich, also das ist keine Info von Technikfreak zu noch mehr Technikfreak, sondern das ist eine von Laien zu Laien-Info, damit auch Einsteiger in die LS-Welt eine Ahnung haben, was man mit so einem Grubber überhaupt anstellt. Und darüber halt noch ein bisschen hinausgehen. Schon auch, was ist es für eine Firma, die das herstellt? Und ja, da würde mich von euch interessieren,
Was für Infos hättet ihr gerne in Bezug auf Fahrzeuge und Geräte? Was interessiert euch da am meisten? Soll ich den Schwerpunkt drauf legen, wenn ich die Geräte dann im Spiel vorstelle, gegebenenfalls zusätzlich auch noch mit einem Blick auf die Webseiten, aber Schwerpunkt im Spiel, wie kann man die als Spieler im LS22 benutzen? Und ja, da wüsste ich gerne von euch, was wollt ihr über solche Geräte wissen? Und überhaupt, wollt ihr über alle Geräte Videos haben? Oder ist es für euch eher sekundär? Interessiert mich auch. Jo, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.